Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des War of Mine. So, da möchte ich einen kurzen Besuch abstatten, damit das durch ist. Der steht Wache, er geht plündern. Genau. Wir nehmen eine Brechstange mit, wir nehmen noch eine Axt mit. Und das, denke ich, dürfte es gewesen sein. So. Achso, runter müssen wir. Der Schrank macht das Ding auf. Was ist da? Okay. Kann ich da hin? Nee. Okay, was gibt's hier sonst noch? Habe ich alles klein gekloppt? Habe ich schon alles? Gut, bisschen Tauschobjekte. Da haben wir das wenigstens geklärt, was in dem blöden Schrank ist. Immer noch keine Elektronikteile. Aber es müsste muckelig warm in der Bude sein. Das ist auch was Schönes. Bruno ist vom Helfen wieder zurück. Ja, deswegen hat man hier so ein kurzes Intermezzo nur gemacht. So, Hunger. Yam yam. Und dann müde. Also, ab in die Federn. Du hast wach gehalten, bist also auch hungrig. Und ab ins Bett. Bruno. Ebenfalls hungrig und müde. Oh, die Ratten fallen. Ich sehe es gerade. Okay, Bruno. Das muss aber erst noch machen. Komm. Hopp, 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 hopp. So, die Ratten fallen, da lernen wir auch aus. Ach, mit Dosenfutter kann man das auch füttern, okay. ~20°, da kann man ein bisschen mehr. Kann man ein bisschen mehr machen hier. Ja, will ich nochmal 3 nachsetzen. Mhm. Sehr gut. Das läuft. Es läuft selbst oder wollte ich das fertig machen? Weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Okay. Was gibt's Neues? Wir dürfen erwarten, dass die kommenden Tage recht kalt werden. Einer unserer Zuhörer empfiehlt ein Glas Glühwein. Sollte nichts Besseres auf Teil. Oho, oho, oho. Kommt der Winter doch zurück? Das wäre blöd, wenn der Winter wiederkommt. Das mit den Friedenstruppen kennen wir schon, das haben wir schon mal gehört.
Dann ist vielleicht ganz gut, dass wir noch mal nachgeschaufelt haben. Ich glaube, das läuft von selbst, oder? Nee, es läuft nicht von selbst. So. Genau. Wir wollten Tabak herstellen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, richtig, Tabak, ja, genau. Die Pflanzen laufen von selbst. Das geht von alleine. Oder kann man da nachhelfen? Okay, ich habe gerade was gelernt. Wo ist das Gemüse? Er ist müde, dann leg dich hin zum Pennen. Er installiert hier mal 4 Gemüse. Das reicht dir dann auch für 8 Mahlzeiten. Fleisch dafür haben wir. Brauchen wir jetzt nicht doppelt machen, das kostet nämlich ein Schweinewasser. So, läuft. Und dann können wir hier. Die Kippen erstmal herstellen. Er sitzt wieder oben und raucht. Raucht unseren schönen Tabak weg. Mensch. Gibt's doch gar nicht. Naja, gut, wir stellen ja auch ordentlich Tabak her. Zwei Filter. Man kann zwar einen Filter auf die Reihe schaffen. Hier oben nicht mehr Filter machen kann. Das wundert mich. Na gut. Okay. Schön Kippen herstellen. Ich glaube, wir können auch Patronen herstellen. Wir sollen gleich mal gucken. Ah, Bruno ist fertig, dann kann er nachgucken. Nee, Schwarzpulver fehlt. Füll mal Holz nach. Dann kannst du dich wieder hinhocken. So, da sind wir fertig mit. Da könnten wir auch noch mal Tabletten herstellen, oder? Dafür haben wir ja Alkohol. Im Moment brauchen wir nicht. Haben wir 5. Die Uhr tickt schon wieder. So. Tabletten, auch 3.
verwursten wir die Kräuter. Knapp. Mist. Plündern ist schon mal klar. Kann im Bett schlafen. Du stehst Wache. Wo gehen wir hin? Tankstelle haben wir zu 100%. Die Altstadt haben wir zu 100%. Das kleine Wohnhaus. Vorsicht ist gebot. Zerstörte Villa. Das Doppelhaus, das war sehr ergiebig gewesen. Baustelle. Stadtkrankenhaus waren wir noch gar nicht. Reisebüro waren wir auch noch nicht. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Dieses kleine und doch luxuriöse Hotel war früher im Besitz des Reisebüros Mogon gewesen. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nützliches für uns. Steht über Vorsicht ist geboten, möglicher Handel. Okay, das nehmen wir. Kurzer Check, Wache, plündern, alles klar, Reisebüro, rein da. Natürlich die Brechstange. Ohne die läuft hier mal gar nichts. Wir gehen zweimal hin. Wir nehmen erstmal ein bisschen Ausrüstung mit. Dann können sie bei dem erstbesten Moment bunkern und auch was zum Tauschen kommen. Okay. Checken wir das mal. Und da haben wir auch schon einmal Schwarzpulver. Okay. Gute. Gehen Sie zum Tauschen im ersten Stock. Ja, mache ich. Danke. Mein Elektronikteil. Sehr geil. Ich gucke aber erstmal das untere Stockwerk. Danke. Verstecken, okay. Wenn man sich schon verstecken muss, ist das doch schon keine gute Investition, oder? Der Ausgang, okay. Habe ich keine Axt? Doch, ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch eine Axt dabei. Ich mach dich klein. Ich mach dich fix und fertig. So. Holz und Brennholz. Immer gut. Auch das kann man tauschen. Halt, stopp. Das ist aber, glaube ich, jetzt Klauen aus dem Privatbesitz.
Nein, ich. Nein, nein, ich doch nicht. Gehen Sie runter, wenn Sie handeln möchten. Ich bin da gerade hochgekommen, um zu handeln. Verstehe ich nicht. Mit wem kann ich denn jetzt handeln? Hier etwa? Ah! Hi! Patronen könnten mich interessieren. Danke. Vielen Dank. Da ist nichts drin. Hier könnte ich mich verstecken. Oh Gott, geht's hier hoch? Hier komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht hoch. Kann ich das hier aufmachen? Ist das okay für euch? Ich mache auch wieder zu. Na also. Toll. Ach Mann. Scheiße echt. Okay. Das sieht nach einem bösen Mann aus. Der ist auch bewaffnet. Stimmt, wichtig dahin zu kommen. Aber ich glaube, wir liefern hier erstmal ab. Oh, die Uhr tickt. Verdammt. Elektronikteile brauche ich. Achso, hatte ich hier schon. Schwarzpulver. Okay. Schon spät geworden. Okay, halbe Miete, sage ich mal. Da kommen wir nochmal hin. Jawohl. Erstmal was essen. So, ab in die Falle. Müde, hungrig. Checken wir.
Du bist auch hungrig. Du gehst schon mal hier hin. Du gehst ins Bett. Du isst was. Das wollten wir noch fertigstellen. Ich glaube, ich hatte das Gemüse abgebrochen dann, oder? Das ist dann abbrechen oder sowas. Nein. Jo, das will ich. Das war natürlich dann nicht so toll. Bin gespannt, was im abgegradeten Zustand geht. Ah ja, 24 Grad und 4 Stück noch. Das ist okay. Ah, Medikamente können wir herstellen. Mit Kräutern. Die haben wir aber nicht. Okay, da gibt es auch Unterschiede. Wasser müssen wir ansetzen. Echt? Ist jemand an der Tür? Okay, wir setzen erst Wasser an. Komm gleich. Sieht schwer nach Händler aus. Ich habe keinen Wasserfilter mehr. Ja. Daran bin ich interessiert. Ja, nicht so hastig. Ich nehme da noch ein bisschen. Echt? Das ist schon direkt am Limit hier, ha? Na gut. Dann nehmen wir es. Fallen sind okay, da können wir noch ein bisschen nach. Wie viel haben wir denn noch? 24 ist okay. Pavel. Und ah ja. Da stimmen auf jeden Fall nochmal 3 Patronen her. Wir sind ja hier friedlich unterwegs. Wir wollen uns nur verteidigen. Hier kein Akku-Spielchen. Habe ich auch noch nie probiert, ehrlich gesagt, hier mal Akku zu werden. Und so richtig aggressiv vorzugehen. Aber ich glaube, da kacken die alle von der Psyche ab. Darauf ist es nicht aufgelegt.
Ein Sägeblatt haben wir noch. Axt haben wir noch in Reserve. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir noch einen haben. Kippen wollen wir herstellen. Wir haben 22. Bin jetzt mal gespannt, wie viel. Da müssten 26 Bare rauskommen. Mal gucken, ob das auch stimmt. Tatsächlich. In Ordnung. That's nice. Radio haben wir uns schon umgehört, oder? Noch nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hab's total vergessen. Nee, war alles gut. Ofen läuft, Temperatur passt. Wasser haben wir. 23 ist eigentlich auch okay. Ja, dann kann man den Tag beenden. Ja, ihr Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wir schauen nächstes Mal nochmal ins Reisebüro. Und ja, bis dahin, habt noch Spaß im Netz. Tschüss.